Freue mich, dabei zu sein. Hallo, ja, Moin, herzlich hallo. willkommen. Ja, mein Kollege Thomas Maurer ist auch da. Wir sind heute zu zweit hier, um euch vorzustellen, was Spirit Link so an Lernen und Lernformaten macht und wie wir das so bei uns handhaben. Ja, ich bin ein bisschen nervös und hoffe, dass wir das, was wir euch erzählen, ja, dass ihr das spannend findet und dass es auch für viel Diskussion und viel Lernen dann sorgt im Anschluss natürlich. Ja, wir stellen uns kurz vor, Tom. Ich beginne kurz. Ich bin Cornelia Dietz. Ich bin bei Spirit Link seit fast 18 Jahren und habe als Medizinredakteurin gestartet und bin auch Trainerin und Teamcoach hier im Unternehmen und kümmere mich auch um die Kultur- und Kompetenzentwicklung. Meine Leidenschaft ist alles, ja, was mit Gruppen zu tun hat und Teamentwicklung zu tun hat und was mit Lernen zu tun hat. Und darum freue ich mich wirklich sehr, dass ich die Einladung bekommen habe, heute hier zu sprechen und ja, euch das vorzustellen. Tom. Ja, hallo, Thomas Maurer. Ich bin seit 12 Jahren bei Spirit Link, ursprünglich im Projektmanagement, jetzt Partner mit Fokus Projektmanagement. Und eines der Themen, die ich momentan intensiv betreue, ist bei uns KI und welche Rolle sie in unserem Unternehmen spielen wird. Und dafür bin ich dann auch dabei für ein kurzes Segment von Cornelias Vorstellung. Dankeschön. Ja, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Die teile ich jetzt mal und hoffe, dass das gut klappt. So. Seht ihr die Nein, die Folie? interessiert es ja nicht. Ja. Ja, Ja, sieht sehr gut wunderbar. aus. Hervorragend. Gut, dann starten wir durch. Ja, das Thema habt ihr sicherlich schon auf der Website gesehen und gelesen. Mein Lernen gestalte ich. Wollen, können und dürfen als Basis einer selbstlernenden Organisation. Ihr könnt gespannt sein. Ganz kurz, damit ihr einfach das einschätzen könnt, was ist das für eine Firma, weil das gibt ja auch den Kontext für das Lernen vor. Ein paar Fakten über Spirit Link. Also wir sind eine Marketingagentur, eine Healthcare-Marketing-Kommunikationsagentur. Das heißt, wir machen medizinisch-wissenschaftliche Kommunikation für Unternehmen, die dann an Ärzte und Patienten gerichtet ist. Dafür sind wir Experten. Wir sind seit 1999, gibt es uns und wir sind jetzt ungefähr 60 Mitarbeiterinnen in Erlangen. Und was auch gut zum Lernen passt, wir sind ein Great Place to Work, schon seit vielen Jahren ausgezeichnet. Und vielleicht bekommt ihr so einen Geschmack auch, ja, wie dieser Great Place to Work bei uns aussieht. Gut, na, wechselt jetzt die Folie? Noch nicht. Also typische Projektarten von uns sind einfach Kommunikationsthemen wie Omnichannel-Projekte oder auf Messen auch Kommunikationstools. Und unsere Expertinnen, das sind Mediziner, das sind Projektmanagerinnen, viele Marketingberaterinnen und viele Kreative aus dem Design, aus der Technik und aus der Kommunikation. Das heißt, wir arbeiten in Projektteams und diese Projekte, die dauern immer, ich sag mal, ein paar Wochen bis ein paar Monate, selten mal länger als 1,5 Jahre. Das heißt, wir wechseln relativ schnell immer wieder mit neuen Themen und auch mit der Zusammensetzung des Teams. Und das hat natürlich auch Implikationen für die Wissensweitergabe. Unser Motto ist gemeinsam Ziele erreichen. Das heißt, wir sind schon so ausgerichtet, als Team zusammenzuwirken. Wir haben auch ein Mindset, was eigentlich, finde ich, ganz spannend ist, auch für das Lernen. Und zwar haben wir die Reihenfolge Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Gewinn. Das heißt, die Mitarbeiterzufriedenheit, das seht ihr schon, die steht in der Mitte vor dem Gewinn. Das heißt, die ist uns sehr, sehr wichtig. Und wir sind eher so auch selbst organisiert, aber jetzt nicht komplett, aber einen relativ hohen Grad an Selbstorganisation. Wir haben nur zwei Hierarchiestufen, das heißt die Geschäftsführung und eine disziplinarische Führung, also auch keine fachliche Führung. Und die Eigenverantwortung ist bei uns ein sehr hoher Wert. Das heißt, jeder denkt mit und packt auch aktiv mit an und spricht Dinge auch an. Und auch das spiegelt sich nachher wieder in dem, wie wir lernen. Bei uns sind auch Entscheidungen sehr schnell und direkt möglich. Das heißt, auch und auch der Input und die Einflussnahme durch die Mitarbeitenden sind direkt möglich. Das heißt, das zeigt sich dann auch in den Formaten, wie wir die gestalten, in den Lernformaten.
Ich habe jetzt mal so dieses Motto vom Lernen in diese drei Dimensionen eingeteilt. Ich darf oder soll, ich will und ich kann lernen. Und da werden wir uns jetzt auch so ein bisschen durchhangeln, und nur so als groben Überblick. Also das Ich darf, soll, das geht so ein bisschen in diese Rahmenbedingungen, auch in die Kultur und das Mindset und auch so diese Freiheit des Lernens. Also ich darf auch lernen. Das Ich will lernen geht bei uns so in das Thema Lernlust. Das ist so ein Wort, was ich sehr schön finde, was wir auch mal geprägt haben bei uns. Lernlust, also ich will wirklich lernen, und das Ich kann, da überschneidet sich so ein bisschen natürlich auch mit den Rahmenbedingungen. Aber hier geht es auch darum, A, ich habe Zeit dafür, und B, ich habe die Möglichkeiten. Also es gibt viele Angebote, die ich selbstbestimmt wahrnehmen kann. Ja, Lernlust, wie gesagt, finde ich ein schönes Wort. Fangen wir damit mal an. Lernlust lässt sich natürlich nicht verordnen, ja, aber es lässt sich ausrichten. Und genau das ist ein Thema von heute. Wie bringe ich denn das Interesse, die Motivation der Mitarbeiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Interesse des Unternehmens, der Organisation zusammen? Also natürlich kann man auch nach dem Motto fahren, jeder darf alles lernen, was er möchte. Es wird schon irgendwie zum Unternehmen dazu passen. Aber bei uns ist es schon ein bisschen in den Rahmen einsortiert. Also was weiß ich, Surfen lernen ist jetzt nicht das, was wir forcieren, sondern es soll schon irgendwie zum Unternehmen passen. Da gibt es verschiedene Philosophien, ich will das gar nicht werten, ich sage nur, wie es bei uns ist. Also das Wesentliche, finde ich, an dem Punkt ist schon, sei motiviert zu sagen, das klappt natürlich nicht. Also, wie kann ich das zusammenbringen? Ein Beispiel, wo das bei uns wirklich gut gelungen ist, wo man das auch schon sehen kann, ist diese sogenannte Kompetenzlandkarte. Ich erzähle euch kurz, wie die entstanden ist. Wir haben uns überlegt, okay, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die wir wichtig finden für unser Business, also von organisationaler Denke her, was zeichnet uns als Experten aus? Das sind einmal praktische Skills, die wir also in der täglichen Projektarbeit brauchen, und dann aber auch so allgemeinere Skills, also zum Beispiel Kommunikationswissen oder Basiswissen aus den Fachdisziplinen wie Medizin, Design etc. So, und das wurde quasi definiert, was sind das für Themen, die für uns wichtig sind. Und dann wurde diese Kompetenzlandkarte erstellt und wurde dann vorgestellt der ganzen Firma, gesagt, okay Leute, das sind die Sachen, die für uns wichtig sind, und ihr könnt jetzt schauen, was davon interessiert euch, was wollt ihr vertiefen, wo seid ihr vielleicht schon gut. Ihr müsst nicht alles können, ganz wichtig, sondern ihr schaut, wo euer Interesse liegt und wo eure Neugier liegt, und könnt dann entsprechend da auch eure Personalentwicklung, eure Mitarbeiterentwicklung dran ausrichten. Was natürlich bei so einer Kompetenzlandkarte auch noch schön ist, so ganz im Nebensatz, ist, dass es ein Kontextlernen ermöglicht, weil ich einfach weiß, wo gehört denn das eigentlich hin, was ich da lerne, und warum tue ich das, warum ist das sinnvoll für uns als Unternehmen, wenn ich das lerne. Wir haben das dann auch genutzt, natürlich, um den eigenen Wissensfortschritt messen zu können. Ich kann da mit meiner Führungskraft drüber reden. Wo stehe ich denn da? Was wäre ein gutes Ziel für mich? Und kann auch eine Gesprächsgrundlage sein, wenn ich mit einem Lerncoach spreche, was es bei uns auch was möglich ist, was es gibt. Und insgesamt stärkt es vor allem eben diese Eigeninitiative zu sagen, okay, was interessiert mich, wo will ich hin? Ganz wichtig also an diesem Beispiel, du musst nicht alles können, sondern es ist wirklich dieses, nimm das Thema und auch das Level, das dich interessiert. Du musst nicht Experte werden für alles, aber wenn du etwas lernen willst, dann macht es Sinn, dich in dieser Kompetenzlandkarte zu orientieren. Ausgehend von dieser Kompetenzlandkarte haben wir dann auch noch ein Format entwickelt. Das nennt sich MEX abgekürzt, und zwar Marketing Kommunikations Exchange. Das finde ich auch ein schönes Beispiel dafür, wie das von Mitarbeitern für Mitarbeiter entsteht. Also, das ist das Prinzip. Wir haben das dreimal im Jahr, fragen dann die Kollegen, du hast nicht ein fachliches Thema, was zu unserer Kompetenzlandkarte passt, also zum Beispiel Basics aus dem Design oder was Spezielles aus dem Omnichannel-Bereich oder was auch immer, wo wir wissen, okay, derjenige kennt sich aus, hat gerade eine Erfahrung in dem Projekt gemacht, die spannend wäre für alle zu hören. Und dann fragt man ihn, okay, hättest du nicht Lust dazu, eine MEX-Session zu halten? Das bedeutet 45 Minuten,
20 Minuten Input, 20 Minuten Transfer mit einer Übung, mit Diskussion etc. Und diese 45 Minuten, das seht ihr schon, die sind drei nebeneinander, drei nacheinander, sodass jeder, der dann als Teilnehmender hingeht, schauen kann, welches Thema interessiert mich. 1, 2, 3, ich nehme drei verschiedene Themen und kann mich da auch wieder selbstbestimmt durchbewegen. Das heißt, das Wissen wird wirklich aus der Firma geholt und für alle bereitgestellt. Das ist eine Pflichtveranstaltung, das schon, aber innerhalb dieser Veranstaltung kann ich wählen, was ich möchte. Und es gibt natürlich keine Leistungskontrolle. Also natürlich sage ich, weil das zu uns nicht passen würde. Das gibt es bei uns nicht. Ja, das läuft jetzt schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich und kommt immer noch wirklich saugut an. Und beim ersten Max habe ich dann mal eine Umfrage gemacht, was sind denn so die Gründe, wie du deine Session ausgewählt hast, nach was hast du die gewählt? Und ich finde, daran kann man ganz gut sehen, was denn die Motivationen sind, warum die Leute kommen. Also ihr habt hier ein kurzes Chart. Ist es, weil ich eine Inspiration haben möchte für Aktuelles oder Zukünftiges? Ist es Wissen, das ich direkt anwenden kann? Ist es ein erster Einstieg in ein Thema, ein neuer Blickwinkel zu einem Thema, das ich vielleicht schon kenne? Oder ich suche eigentlich einen Ansprechpartner und jetzt höre ich mal, was der da so weiß und dann weiß ich, ob ich den mal ansprechen kann, wenn ich das brauche, das Thema. Gut, man muss immer noch eine Null-Option mit angeben bei einer Umfrage. Mir haben die Sessions eher nichts gebracht, aber das hat keiner angekreuzt. Ja, das Schöne fand ich, dass die meisten angekreuzt haben, ich lerne das, weil ich es brauchen könnte, weil ich es genau jetzt brauche oder weil es mich interessiert. Also man merkt daran schon, es ist ein Projektfokus da, ein Arbeitsfokus. Also die Leute sind wirklich, schauen, was brauche ich im Projekt jetzt, später und deswegen suchen sie sich die Sessions aus. Das heißt, die Hauptmotivation, und das zeigt sich auch in den anderen Sachen, ist bei uns wirklich, ich will lernen, weil ich meinen Job gut machen möchte. Das hört sich vielleicht trivial an. Gleichzeitig merke ich immer wieder, wenn ich so Angebote mache, wo ich denke, na, das wäre doch auch wichtig, das mal zu lernen oder das wäre doch total spannend, dass die Leute sich den Termin nur dann freischaufeln, wenn es wirklich gerade geht oder wenn sie es halt besonders motiviert in Bezug auf ihren Job. Also das ist einfach leichter, die Leute dann zu kriegen zu einem Format, zu einer Veranstaltung. Genau. Gut, das war jetzt zum Thema Lernlust. Wir sind also insgesamt eher neugierig als satt und deswegen kommen die Leute auch zu so einem Max und sind da jedes Mal wieder aufs Neue begeistert über die Vielfalt auch an Themen, die sie da bekommen. Gehen wir zum nächsten Thema. Ich kann. Bei uns findet natürlich, wie immer, Lernen auch viel im Job selber statt, also durch das in den Projekten, was ich da tue, plus die formalen Lernangebote, die wir haben. Learning on the Job bedeutet bei uns konkret, ich habe durch die immer neuen Projekte auch immer neue Herausforderungen. Ich habe mal wieder neuen Kunden, auf den ich mich einstimmen kann. Ich habe multifunktionale Projektteams, wie ihr schon gehört habt, ne? Design, Technik, Projektmanagement. Das sind verschiedene Funktionen, wo es auch immer gilt. Da lernt man ja auch immer voneinander noch. Dann die neue herausfordernde Projekte, habe ich gesagt. Genau, dann, wenn jemand Neues zu uns kommt, wird die Einarbeitung natürlich stufenweise gemacht. Also er bekommt schon von Anfang an Verantwortung und gleichzeitig immer so, dass er es auch gut schaffen kann. Und er bekommt auch einen Mentor an die Seite gestellt, einen fachlichen Mentor. Wir haben auch einen Marktplatz, wo man seine Aufgaben einstellen kann und sagt, hallo, ich suche für eine Aufgabe XY jemanden. Und dann kann man selber sagen, ja, das wäre was, das picke ich mir. Das ist gerade interessant, weil ich da was lernen kann oder natürlich, weil ich Zeit habe und da gern meine Unterstützung anbiete. Aber es geht auch über den Lernfokus, wenn man das möchte. Man kann sich da mal neue Aufgaben ranziehen. Ja, und immer mehr und neue Verantwortung, das bringt der Job natürlich von ganz alleine mit. Was hier kulturell ein bisschen durchscheint, hoffe ich, ist, dass wir schon positiv drangehen an Herausforderungen. Also, dass wir uns etwas zutrauen gegenseitig, aber dass wir auch Vertrauen haben von Anfang an. Und dass wir gerne auch ausprobieren, dass es gern gesehen ist und dass Nichtwissen jetzt keine Schande ist, sage ich mal, sondern dass es einfach eine Aufgabe ist und wir dann als Team auch gemeinsam anpacken.
So, jetzt gebe ich euch noch ein paar Beispiele nochmal für Formate, die wir im Alltag haben, um das Lernen untereinander zu teilen. Austauschformate sozusagen. Ihr habt den Max schon kennengelernt. Wir haben dann auch ein internes Barcamp, den sogenannten DONI, Day of New Ideas. Das ist ein klassisches Barcamp, das wir auch dreimal im Jahr machen. Wir haben ein Mentoring, wie schon kurz erwähnt, für individuelle Entwicklungsthemen. Also man kann entweder bei einer Einarbeitung natürlich einen Mentor bekommen oder dann, wenn man sagt, ich möchte mich in einem bestimmten Thema weiterentwickeln, auch dann kann man sich einen Experten aus der Firma einfach an die Seite holen und da ein Mentoring vereinbaren. Wir haben fachliche Austauschgruppen, das heißt, die Designer treffen sich zum Beispiel, die Mediziner treffen sich zum Beispiel, die Projektmanager treffen sich zusammen, um sich darüber über ihre Themen auszutauschen. Wir haben die Healthcare Trends, das ist auch eine Initiative von einer Mitarbeiterin, einer Medizinerin, die gesagt hat, hey Leute, wir müssen einfach up to date bleiben, was da in der Healthcare-Branche so läuft und ich erkläre mich bereit, das einmal im Monat vorzubereiten und euch was mitzubringen und natürlich schön, wenn ihr auch Trends oder Neuigkeiten mitbringt und so hat sich eine doch feste Gruppe gebildet, die sich da regelmäßig trifft und austauscht über neue Dinge im Gesundheitswesen, was für uns natürlich super wertvoll ist und ich finde es auch klasse, dass das einfach von einer Mitarbeiterin direkt getrieben und gegründet wurde. Kollegiale Beratung gibt es natürlich auch, nicht nur im Führungskreis, sondern auch sonst in den Projektteams untereinander und die sogenannten Easy Learnings, wie wir sie nennen, liebevoll. Das heißt einfach, jemand sagt, hey, ich war auf einer Fortbildung und ich teile davon, was ich gelernt habe und da mache ich mal eine Stunde dazu und erzähle euch das. Also es soll easy sein, einmal für den, der das hält und dann auch für die anderen, die eine Stunde einfach mal dahin gehen können und sich das anhören können. Man sieht hier schön die Kultur des Weitergebens, des Teilens von Informationen. Das ist bei uns ganz normal. Also es geht hier nicht um Ellenbogen und ich weiß mehr als du, sondern es ist ganz klar, dass Wissen geteilt wird. Das finde ich schön und wichtig und ich hoffe, dass es in vielen Unternehmen so aussieht. Es ist auch eine Individualität und Eigeninitiative erwünscht. Also jeder kann es auch so nach seinem Charakter machen. Das finde ich auch schön. Und auch hier insgesamt bei den Formaten zeigt sich, dass das Mindset schon so ist, das Lernen soll auch selbstgesteuert laufen. Also die Leute sollen sich engagieren und sollen dann auch selbstständig teilnehmen. Also das wird in die Eigenverantwortung auch gelegt. Neben diesen Angeboten gibt es natürlich auch noch offizielle Kurse, Kongressbesuche, Fortbildungen etc. Auch das gibt es natürlich. Aber das sind jetzt einfach mal so die Austauschformate, wo man ein bisschen sieht, wie wir Wissen innerhalb der Firma transferieren. Das nächste Format, was ich euch vorstellen will, da geht es darum, nochmal ganz gezielt in das zu schauen, was wir in den Projekten lernen und wie wir das transferieren können. Ihr kennt Retrospektiven, das haben wir auch und wir haben insgesamt 3 Formate entlang eines Projektverlaufs etabliert oder selber entworfen und eingeführt. Das ist einmal der Kickoff, wo ganz sauber geklärt wird, wer hat welche Rolle, welche Aufgaben, was ist die Kundenerwartung, was können wir für den Kunden gut tun, damit er die bestmögliche Lösung bekommt. Sind wir da, wir prüfen uns selber, sind wir gut ausgerichtet, sind wir uns klar über das Projekt und den Auftrag. Dann gibt es eine, wir nennen das Projekt Visite, weil wir ja im Healthcare-Bereich unterwegs sind. Das ist einfach eine Retrospektive zwischendurch, wo wir schauen, okay, wo stehen wir? Sind wir auf Zielkorridor? Wie können wir den Kunden noch besser unterstützen? Und gibt es vielleicht irgendein Feedback untereinander, was gerade gut täte oder schön wäre? Das tun wir auch in regelmäßigen Abständen und am Ende des Projekts gibt es einen Abschluss. Und der ist natürlich auch dazu da, um zu schauen, was haben wir gelernt? Was wollen wir verändern? Was wollen wir beibehalten? Diese Projektformate wird meine Kollegin, die Julie Barmentlow, am Mittwoch noch genauer vorstellen. Ich finde das ganz spannend. Die war mit bei der Entwicklung beteiligt von diesen Formaten. Und da könnt ihr nochmal tiefer eintauchen in das, wie laufen die ab? Was ist uns da wichtig? Also was für Punkte wollen wir da auch gerne rausarbeiten? Und wie sind die Formate bei uns aufgestellt? Das ist am Mittwoch um 11:30 bis 12:00, genau.
Deswegen an der Stelle nur ein kurzer Einblick. Ja, das war das Thema. Es gibt Angebote, ich kann auch lernen. Und jetzt gehen wir über zu dem Ich darf bzw. ich soll, also auch so zu den Rahmenbedingungen. Da, wie gesagt, dieses Ich habe Zeit dafür, das überschneidet sich so ein bisschen. Bei uns wurde das mit der Zeit mal schön von der Geschäftsführung formuliert als Gedanken zur Zeiteinteilung. Was wünschen wir uns denn von euch? Wie stellen wir uns das so vor? Und da gebe ich euch ein bisschen einen Einblick, wie wir das handhaben mit der Projektarbeitszeit im Vergleich zur Gesamtarbeitszeit. Also wir haben als Zielkorridor 65-75% Projektarbeitszeit. Das heißt, die restliche Zeit steht zur Verfügung für interne Dinge, für organisatorisches, administratives Zeugs, für auch Gemeinschaft. Also bei uns hat die Gemeinschaft und das Team einen sehr hohen Wert. Das heißt, in dieser Zeit kann man auch einfach mal einen Kaffeeklatsch halten oder irgendwas tun, was für die Gemeinschaft einfach sich positiv auswirkt. Hier noch ein paar Beispiele. Das sind dann sowas wie der wöchentliche Schurfix, wo wir die Informationen der Firma teilen. Lachend natürlich auch, hoffe ich. Und auch so Teams-Kanal lesen, was da alles so an organisatorischen Dingen kommt. Das Lernen, das findet tatsächlich auch in dieser gelben Zeit statt. Da würde ich sagen, das sind dann die Anteile, wo man Lernen separiert von der Arbeit. Meine Bemühung in der Kultur- und Kompetenzentwicklung ist natürlich stark, das zu verbinden, weil immer wenn Lernen separiert gesehen wird von der Arbeit, dann fällt es ganz leicht hinten runter, weil man halt doch gerade die Arbeit priorisiert oder. Deswegen ist mein Anliegen, das immer zu verknüpfen und zu sagen, okay, wie können wir das noch enger verzahnen, das Lernen mit der Arbeit? Letzten Endes sagen wir aber auch, nicht jede Lernzeit ist Arbeitszeit. Also wir sehen es auch so, dass wir sagen, naja, das Lernen erhöht ja auch den Marktwert des Mitarbeitenden und deswegen ist es so ein bisschen eine Selbsteinschätzung, wie viel buche ich jetzt da Stunden auf Lernen für die Firma und was nehme ich so auf die eigene Kappe. Bisher, glaube ich, funktioniert es so ganz gut bei uns, dass man da so eine Einschätzung hat. Nur so als kurze, ja, als Nebensatz, diese Zielzeit, diese Projektarbeitszeit, die ist sogar relativ niedrig angesetzt. Also bei anderen Agenturen ist es nach meinem Wissen eher so 70-80%. Das heißt, wir erhöhen schon diesen Anteil an Gemeinschaftszeit und an Lernzeit für unsere Mitarbeitenden. An Budget, um es mal ganz konkret zu machen, haben wir ungefähr 2.000, was heißt ungefähr, es sind 2.000 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr vorgesehen, im Normalfall, beziehungsweise 4 Personentage, die man investieren darf, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Fortbildung geht oder so. In Einzelfällen kann man das dann auch anders regeln, wenn mal eine größere Fortbildung ansteht oder so, aber das ist halt so ein Daumenwert, mit dem man für jedes Jahr einfach rechnen darf. Und darüber hinaus gibt es natürlich Bücherbudget, also man kann jedes Buch kaufen, fachliches Buch, was man sich wünscht, da braucht man gar nicht groß nachfragen, also dass ihr mal ein bisschen auch Zahlen habt und ein Verständnis bekommt, wie wir das so machen. Ja, die Prinzipien unseres Lernens lassen sich also so in 3 Dinge aufteilen und das ist eigentlich auch das, was ich gerne mitgeben möchte, weil ich glaube, dass diese Prinzipien auch gut übertragbar sind. Da kommt es ja nicht drauf an, welches Format nehme ich denn jetzt, sondern es ist ja das Prinzip, was dahinter steht. Und ich glaube, was wir wirklich sagen können, ist, bei uns ist eine Formatvielfalt. Wir haben wirklich ganz viele verschiedene Formate, sodass jeder etwas finden kann und in der Tiefe und auch in die Themen reingehen kann, wo er oder sie möchte. Das zweite ist die Beteiligung. Also ich kann mitgestalten, siehe Max oder auch Barcamp oder also diese Easy Learnings, was auch immer. Also wir sind wirklich sehr stark in der Beteiligung der Mitarbeitenden. Und das dritte ist die Demokratisierung, so kann man es ganz gut nennen. Also wir sagen nicht, ne, wir wollen für ein Thema jetzt nur 2 Experten haben und ihr seid es dann, sondern wir wollen gern alle mitnehmen, jeder, der mag. Also jeder kann sich in dem Thema weiterentwickeln, wo er möchte. Das ist dann nicht besetzt durch irgendjemand. Das finde ich auch wichtig für die Motivation und für die Lernlust.
Ja, und wie sich diese Prinzipien auch jetzt nochmal schön Ihnen schön gezeigt haben, oder die lassen sich jetzt nochmal ganz toll erklären an dem Beispiel KI. Das wird euch der Tom jetzt vorstellen. Genau, danke Cornelia. Bevor ich anfange, zwei Sachen. Erstens, Cornelia, ich habe im Chat ein, zwei Fragen beantwortet, nach bestem Wissen und Gewissen. Falls ich da Quark geschrieben habe, bitte gerne korrigieren. Okay, das ist deine Expertise. Schau mal nach, was da drin steht. Ich habe mir Mühe gegeben. Können wir sonst zweites, auch, ja? Nee? Ich wollte nur sagen, das können wir dann auch im Nachgang nochmal klären. Oder im Nachgang, In der Diskussion miteinander. Genau. Und das Zweite ist, man hört es vielleicht noch, ich bin ein bisschen erkältet. Falls ich zwischendrin krächze wie ein alter Hahn, dann werde ich mich kurz räuspern und muten. Ich hoffe, es geht ohne. Und damit fange ich jetzt dann auch an. Gehe in die Präsentation, schnappe die mal kurz. Zack. Genau. Ich erzähle euch mal was zum Thema AI oder KI bei Spiritlink. Sieht man meinen Monitor? Ja. Super. Bevor wir loslegen, erstmal die große Frage nach dem Warum. Warum ist KI bei uns in relativ kurzer Zeit so ein großes Thema geworden, dass es jetzt dann sogar als Paradebeispiel für unseren Umgang mit Lernen herhalten soll, in einer Runde wie der heutigen. Und im Wesentlichen waren das ein paar Entwicklungen, die ineinander gegriffen haben. Also zum einen haben wir halt gemerkt, über die Nachrichten, über auch Branchennachrichten, dass da eine gesellschaftliche Relevanz entsteht, die sehr schnell sehr akut wurde. Also plötzlich redet ja jeder über das Thema und es war auf jedem Newsportal drauf, da merkt man natürlich, okay, da bewegt sich was. Gleichzeitig haben wir einen absehbaren Einfluss auf unsere Branche gesehen, gerade die Werkzeuge zur Bilderstellung oder Texterstellung, das geht ja direkt in unseren Kompetenzbereich rein, wo dann ganz schnell die Fragen hochkamen, welche Jobs werden denn davon beeinträchtigt, vielleicht sogar perspektivisch irgendwann abgelöst werden. Und das Dritte, ganz wesentlich kulturelle, war, dass man auch früh gemerkt hat, dass bei uns intern unterschiedliche Meinungen dazu existieren. Die einen waren voll dabei, die anderen waren eher zögerlich, die nächsten haben es vielleicht noch gar nicht erfassen können, was das denn eigentlich ist, was da auf uns zurollt. Und am Ende stand darunter die Erkenntnis, primär auch verankert in unserer Geschäftsführung, da ist ein Thema, das müssen wir uns mal anschauen. Damit müssen wir uns beschäftigen. Und was dann entstand, war, ich habe es mal genannt, ein natürliches Wachstum auf vier Säulen. Soll heißen, wir hatten verschiedene Gruppen bei uns, die alle angefangen haben, über das Thema zu reden. Der erste messbare Impuls war eine launige Skala in unserer Pizzarunde. Pizzarunde ist so ein quartalsweise veranstaltetes Format bei uns, wo die Geschäftsführung Einblick in so Unternehmensentscheidungen gibt. Da hat einer aus unserer Geschäftsführung, ich glaube, der Heiko war es, eine Skala gemalt, wo er eingeordnet hat, so KI, geht das wieder vorbei, so wie Clubhouse, da redet auch keiner mehr drüber. Wird uns das vielleicht erhalten bleiben oder wird das unsere Arbeitsweise deutlich verändern? Und da wurde schon ein ganz klares Kreuz damals schon gesetzt bei, das wird uns beeinträchtigen, positiv wie potenziell negativ. Und aus dieser Einordnung seitens der Geschäftsführung heraus entstand dann eine sehr lebhafte Diskussion, die zum Beispiel innerhalb der Geschäftsführung geführt wurde. Es gab dann auch eine Gruppe, die hieß einfach nur flapsig KI treiben, im Sinne von vorantreiben, wo sich dann die Early Adopter, die Apostel untereinander ausgetauscht haben. Es gab diverse Intensivnutzer, die für sich gesagt haben, Mensch, ich will da was machen. Ich will gucken, wie mir das vielleicht auch die alltägliche Arbeit erleichtert. Und es gab Spiritlink in der Breite über Teams und so weiter, das konstante Austausch, Diskussion und so weiter. Und diese Gruppen haben dafür gesorgt, dass verschiedene Formate entstanden sind. Man sieht hier rechts noch so eine alte Übersicht, die wir da mal gemacht haben. Auf die gehe ich genauer ein. Heißt, für mich ist jetzt das Ziel, von den nächsten 5 Minuten kurz mal zu erzählen, was für Formate bei uns entstanden ist, um diesem Thema in seiner Vielfalt und in seiner Breite gerecht zu werden. Am Ende dieser ersten Diskussion in den verschiedenen Gruppen stand eine Zielformulierung. Uns ist bei Spiritlink als Kommunikateure immer wichtig, dass wir klare Zielformulierungen haben seitens unserer Kunden für unsere Kampagnen. Und so war auch der Anspruch an uns selbst. Und die Zielformulierung war, dass alle bei Spiritlink in irgendeiner Form erfahren haben sollen, erlebt haben sollen, was AI ist, was AI kann und es nicht nur aus Headlines kennen. Drunter steht dann ein bisschen so ungefettet die Einordnung, man sollte sich mindestens einmal selbst eingeloggt und irgendwas probiert haben bei ChatGPT und Midjourney. Und ja, das betraf dann auch die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung oder im Rechnungswesen, weil diese Werkzeuge halt wirklich für jeden potenziell nützlich sein können, aus unserer Sicht. Und mit diesem Zielbild sind wir dann ins Jahr gegangen und haben die verschiedenen Gruppen laufen lassen. Und was dann entstanden ist, sind dann erstmal Formate, die allen Mitarbeitern offen stehen.
Da kommt eben auch dann zu tragen, was die Cornelia schon jetzt einführend erklärt hat, diese demokratische Herangehensweise an Wissen und Lernen. Jeder darf, wenn er denn will. Und die Formate, die da am deutlichsten herausstechen, ist, es gab einmal einen AI-Austausch, das war ein einstündiges Meeting, einmal pro Monat, 60 Minuten, wo das Ziel war, Wissensvermittlung in der Breite und in der Tiefe zu erreichen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt, deswegen auch dieser Stern davor. Und ich erzähle jetzt mal nur, was jetzt der Stand ist und mal nicht die ganze Historie. Mittlerweile behandeln wir dieses Format als redaktionell vorbereitetes und im Vorab geplantes Format, wo wir zum Beispiel die News der letzten 4 Wochen zusammenfassen, die aus unserer Sicht wesentlichen News, damit nicht jeder sich in der Pflicht fühlt, da jeden Artikel zum Thema zu lesen oder auch nur jeden zweiten. Dann schauen wir, dass es immer sogenannte Showcases oder Experten-Sessions gibt, wo eine Person ein Thema vorstellt, wo sie mit KI was Besonderes erreicht hat oder wo sie gelernt hat, das auf speziell effektive Weise einzusetzen. Und abgerundet wird dieses Format dann auch immer wie heute durch eine kleine Diskussionsrunde zum Fragen stellen. Einladung an alle, kann jeder teilnehmen, vollkommen Wurst. Das andere, was es parallel gibt für den täglichen Austausch, ist dann noch unser Austauschkanal in Teams. Das ist jetzt nichts Besonderes, da haben wir einen Kanal aufgemacht, da kann jeder reinposten, jeder kommentieren, liken, hinterfragen. Es steht allen frei. In erster Linie hat er das Ziel, das Thema in den Alltag zu bringen und auch im Alltag zu halten, dass man sich nicht von Monatstermin zu Monatstermin hangelt. Und es soll eben auch ermöglichen, dass man einander hilft. Also Support geben und Support bekommen ist eine wesentliche Eigenschaft davon. Und man kann aber auch genau wie bei Facebook und Co. einfach nur interessante Artikel teilen und es wird gerne gesehen. Ein besonders schönes Format, was entstanden ist, erst einmal stattgefunden, dieses Jahr dann zum zweiten Mal, ist die sogenannte Night of the Prompts. Das war dann eine, man sieht es hier wohlfeil formuliert, eine praxisnahe kollaborative Auseinandersetzung mit AI-Anwendung. Heißt konkret, wir haben uns jenseits der Arbeitszeit hingehockt und mit vorbereiteten Anwendungsfällen die Leute mal in Gruppen arbeiten lassen. Das ist das Ziel, wie kriege ich das hin? Weil viele auch damit gerungen haben, was soll ich denn jetzt damit machen? Und ich habe doch gar keinen Anwendungsfall. Und wenn ich einen habe, weiß ich nicht, wie ich diesen angehen soll. Das sollte anfassbar werden. Das war so ein Arbeitsgruppenabend, wie man es auch vielleicht von einem Hackathon oder sowas kennt. Dazu erzählt mein Kollege Patrick später in der Woche noch mehr. Hier das nur in Kürze. Und abschließend haben wir uns darum gekümmert, dass wir auch Wissen von extern reinholen und nicht nur im eigenen Saft schmoren. Das heißt, wir haben sogenannte Demo-Sessions gemacht, zum Beispiel über eingeladene Gäste, dass wir von einer befreundeten Agentur den Chefdesigner eingeladen haben, der schon viel mit AI gemacht hat und gesagt haben, zeig uns mal, was du einsetzt, wie du es einsetzt im konkreten Projektalltag. Auch sowas war in der Regel offen für alle, da konnte jeder teilnehmen. Und die Lücken, die wurden dann gefüllt durch die Formate, die Cornelia gerade schon in Teilen vorgestellt hat, Doni, Max und natürlich auch die Tatsache, dass wir die Programme für alle offen gemacht haben. Das ist vielleicht auch etwas, das wird später nochmal erwähnt, gleich in meinen Slides, aber nochmal explizit zu erwähnen. Ich glaube, all das funktioniert nur, wenn man sich für diese Tools dann auch Zugänge besorgt und die den der Breite allen Best Building zugänglich macht, gegebenenfalls Lizenzen kauft, die für alle zugänglich macht. Also die Demokratisierung läuft ja da auch über Zugang zu den Tools, die Möglichkeit, die zu benutzen, dass man sich das nicht alles als Privatausgabe oder Privatengagement erstmal aneignen muss. Ich wollte jetzt das Ganze noch ein bisschen anfassbar machen, deswegen 2, 3 Slides, wie sowas aussieht. Das ist das typische oder ein typisches Intro-Slide aus unserem neuen AI-Austausch. Da sieht man zum Beispiel hier links so die Top-News, worüber wird dann jetzt in den nächsten 20 Minuten referiert. Das ist zum Beispiel etwas, was ich redaktionell vorbereite und dann auch vortrage im ähnlichen Schweinsgalopp-Referentenmodus wie jetzt gerade das hier. Und danach kommt immer der Hauptteil, die Experten-Session mit wechselnden Referenten und wechselnden Themen, die dazu passen. Ein weiteres Beispiel, das es ein bisschen anfassbar machen soll, so sieht dann unser Teams-Kanal aus. Ich habe mal Beispiele rausgegriffen, muss man jetzt nicht alles lesen. Ich wollte damit nur ein Stimmungsbild, einen visuellen Anker schaffen, dass man sieht, okay, wir teilen da irgendwelche Artikel, wir teilen da, wie man mal damit gearbeitet hat und wir erzählen auch manchmal vielleicht fast schon prosaisch, was wir so erlebt haben, was funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Hier hat zum Beispiel mein Kollege Tobi oder unser Kollege Tobi einen langen Artikel darüber geschrieben, wie er für seinen Neffen versucht hat, ein Bild zu generieren, von den anfänglichen Schwierigkeiten bis zum Erfolg am Ende ganz unten. Und das ist halt was, dadurch wird das Thema für jeden anfassbar, auch jemanden, der nicht eine Stunde am Tag aktiv mit diesen Tools arbeitet. Und das Letzte, mit dem ich es anfassbar machen wollte, ist zum Beispiel hier, das ist die Einladung damals für diese Night of the Prompts. Das ist ein Slide aus unserer Showfix-Präsentation, aus unserem montäglichen, wöchentlichen Unternehmens-Showfix. So wird bei Spötling so ein Format angekündigt. Da hängt dann auch dann die wichtige Sprichblase dran, dass für Essen gesorgt ist. Das ist immer das Wichtigste.
Und dann weiß jeder Bescheid und danach geht die Einladung an alle raus und man kann annehmen oder ablehnen. Welche Sessions das in dem Fall waren, habe ich ausgegraut, um dem Patrick nicht die Butter vom Brot zu nehmen später die Woche. Da erzählt er dann mehr drüber. Wie wurde das konzipiert? Wie hat es funktioniert? Was waren die Aufgaben? Kommt dann alles noch hier das rein als Anschauungsmaterial. Ich bin jetzt dann fast schon durch. Was ich noch erzählen wollte, es gibt bei uns auch limitierte, ich habe es mal fokussierte Formate genannt, um den Begriff exklusiv zu vermeiden. Wir haben natürlich ein paar Formate, die jetzt nicht an die komplette Breite sich richten. Das eine, was jetzt neu entstanden ist dieses Jahr 2024, ist ein Austausch unter befreundeten Agenturen. Also das, was man vorher schon in dieser kleinen Demo-Session angedacht hat, wird hier weitergeführt, dass sich die Geschäftsführung von SpiritLink oder Vertreter, wie zum Beispiel ich, mit Geschäftsführern oder Vertretern der anderen Agenturen auch quartalsweise treffen und dann halt über diese Management-Themen zu sprechen. Hey, wo geht bei euch die Reise hin? Wie viel investiert ihr da? Ne? Also diese ganzen Themen, die dann aus betriebswirtschaftlicher Sicht interessant sind, sollen da ihren Platz finden. Auch hier in den Bullet Points kurz umrissen, aus meiner Sicht. Was auch neu entstanden ist, weil wir es jetzt leisten können intern, sind sogenannte 1:1-Sessions. Also wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo einzelne Mitarbeiter bei uns genug Wissen gesammelt haben, um das weiterzugeben. Und wo dann auch Einladungen ausgesprochen wurden, hey, wenn irgendjemand Hilfe braucht, wenn sich jemand schwer tut, wenn jemand damit zahnt, schreib mir eine E-Mail, wir blockieren uns eine Stunde, ich hocke mich mit dir hin und guck mal, wie wir deine Themen mit den Tools, die wir haben, leichter bearbeitbar machen. Und das wird, soweit ich weiß, auch dankbar angenommen. Also einer unserer Kollegen, der Steffen, unser Werkstudent, der hat, glaube ich, jetzt ein Dutzend Sessions gebucht in den letzten 2 Wochen, um dieses Wissen weiterzugeben. Und last but not least, habe ich gerade eben schon angekündigt, ich denke, die Grundlage ist, dass wir auch erlauben, dass wir auch Eigeninitiative fördern. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte gerne ein externes Training machen, da gibt es einen 12-teiligen Kurs zum besseren Prompten oder ich brauche eine Lizenz für dieses und jenes Tool, erlebe ich persönlich SpiritLink als relativ offen. Solange sich der Preis in einem realistischen Rahmen hält oder man den irgendwie auch limitieren kann, dass es nicht dann, weil manche dieser Formate, da läuft dann schon richtig so eine Taxi-Uhr mit, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber solange das halbwegs gewährleistet ist, erlebe ich uns als recht offen dafür, auch das zu ermöglichen, weil wir dann halt auch sagen, ne, dass ich darf von Cornelia oder ich kann, das muss auch gefördert werden und da muss dann auch der Geldbeutel aufgehen. Genau. Ich bin damit im Prinzip dann auch durch. Um den narrativen Bogen jetzt noch zu schließen, es gibt natürlich auch ein Zielbild für 2024. Da steht jetzt oben noch Entwurf, weil es, glaube ich, 2 Werktage alt ist. Wir stehen momentan dass wir sagen, unser Ziel für 2024 wäre, dass jeder ein AI-Tool alle 2 Wochen sinnvoll einsetzen kann. Das heißt, auch im Team hin und wieder Ideen für die Arbeit mit diesen Tools einbringen. Und zur Einordnung dann drunter, es wird natürlich bei uns auch Experten geben, das brauchen wir auch weiterhin, da reichen aber 2 bis 4 Leute. Heißt konkret, der Anspruch ist nicht, dass wir alle Super-Experten werden. Der Anspruch ist, dass wir versuchen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit diese Tools anzuwenden, aber halt da auch jetzt Reality-Check, nicht jeden Tag. Und hier auch die Ergänzung, wenn wir bei SpiritLink so einen Begriff wie Experten verwenden, dann ist da immer das Verständnis bitte mit dran zu docken, dass sich diese Experten organisch ergeben. Also die 4 Leute, die ich gerade als unsere Hauptexperten bezeichnen würde, die haben sich das alles mit flammenden Eifer an die Brust gerissen. Da wurde niemand gewählt oder bestimmt oder musste sich mit anderen messen oder wettbewerben. Das ist entstanden, weil die Leute einfach sagen, hey, ich habe Bock drauf und ich stecke da Zeit rein und ich darf auch Zeit reinstecken. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das auch weitergeben kann. Genau. Damit bin ich durch. Vielen Dank, Cornelia. Du kannst es dir wieder schnappen. Ja, danke schön. Gucke ich mal, dass ich das hier erwische. Oder so. Cornelia und Thomas, solange Thomas noch in der Nähe vom Mikro ist, da gab es eine kleine Frage im Chat. Ich denke mal, sie bezieht sich auf die Arbeit mit ChatGPT. Die Frage war, vielleicht liest du es auch, Kundenthemen oder ob ihr nur mit Kundenthemen oder nur mit neutralen Themen gearbeitet habt, beziehungsweise ein eigenes GPT eingesetzt habt. Das ist ein fieses Spannungsfeld. Also mein momentanes Bild ist, dass wir setzen es für Kundenthemen ein, ja, aber in begrenztem Rahmen. Heißt zum Beispiel, diese Tools eignen sich wunderbar zur Ideenfindung.
Also für Konzepte, wo wir dann sagen, so, das ist nichts, was am Ende irgendwie rausgegeben wird, in die breite Masse gespielt. Da kann man mal eine Idee visualisieren. Und in diesen Ideen, zum Beispiel in Kampagnen-Visual, sind dann auch keine vertraulichen Informationen drin, ne? Weil das sind dann 5 Biber mit Partyhüten auf oder sowas. Damit kann man noch nicht viel machen. Und die anderen Sachen, wo es dann um ChatGPT geht, da haben wir versucht momentan schon, es auf Projekte zu beschränken, wo wir uns da keine Sorgen machen müssen. Also bei Inhalten, die ohnehin frei verfügbar waren, ne? Bei Kommunikation zum Beispiel. Wenn ich sage, ich brauche von der Werbeanzeige 6 Versionen mit unterschiedlicher Zeichenbegrenzung und den Basistexte ist bereits veröffentlicht und frei zugänglich online, dann kann ich die mir aus dem Programm rauslassen, ohne mir Sorgen zu machen. Grundregel ist, wir sprechen es beim Kunden an, vorher, dass wir es machen wollen, holen uns die Autorisierung und sprechen auch darüber, wie kritisch es ist. Und ansonsten beobachten wir, wie sich das Ganze jetzt entwickelt mit dem AI Act und dem Copyright. Das ist ja leider noch nicht fertig mit der Abstimmung, da wird sich noch einiges tun. Dankeschön. Genau. Der Thomas hebt noch die Hand. Ist das direkt zum Thema? Oder? Ja, genau. Ich hatte mir die Frage eigentlich notiert. Thomas, ja. Genau, ich hatte mir die Frage eigentlich notiert, aber es passt gerade wunderbar. Thomas, erstmal vielen Dank für den spannenden Einblick. Habt ihr denn, wenn es um Tools geht, ne? Und da kommt jetzt irgendjemand bei euch aus dem Team, wer auch immer, auf eine Idee, Mensch, das und das habe ich gesehen, das teste ich mal aus. Wie geht ihr damit um? Also legt die Person sich einfach Accounts an oder... weil das ist, finde ich, eine große Herausforderung bei dem ganzen Thema. Also ich habe es nicht bei allen Tools mitbekommen, ist die ehrliche Antwort. Da kommen ständig neue Sachen auf und ich verfolge, also ich bin da vorne mit dabei, aber ich verfolge nicht bei jedem, wer hat den initialen Anstoß gegeben. Ich würde schon sagen, die Leute, es gibt 3 bis 4 Leute, die bei uns Sachen in die Runde tragen und die haben so viel Leidenschaft dafür, dass sie tatsächlich sich Sachen oft erst privat anschauen oder halt sich ein eigenes Konto holen und gucken, was das ist. Und in dem Moment, wo es Teil der Konversation gibt, gibt es dann auch diesen Reality-Check. Es gibt zum Beispiel ein tolles Tool, das heißt Grammarly, wo wir dann gesagt haben, ist uns datenschutzrechtlich zu bedenklich, wollen wir nicht einsetzen. Also da schließt sich der Kreis, da kam ein Impuls und dann haben wir es uns angeschaut und da haben wir tatsächlich gesagt, so bitte nicht einsetzen für unsere Kundenprojekte, muss out of scope sein. So wird das momentan gehandhabt. Und ansonsten hat sich das, war das auch so ein Knall, der wieder zusammenfuhr. Also es gab ja einen Knall, dann gab es auf einmal 500 Tools und wir merken, dass schon wieder der Weg zurückgeht und wir sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, wir brauchen 4 bis 5 der Tools, die gerade so auf dem Markt sind, die haben wirklich Nutzen, das sind die führenden Tools und alles andere sind teilweise auch einfach Schemes, um halt irgendwie Geld zu generieren oder sich irgendwie so zu positionieren, die brauche ich alle nicht. Ja, alles klar. Vielen Dank. Das war genau der Hintergrund der Frage. Gut, wunderbar. Ja, ich mache noch den Abschluss und wir haben dann sicherlich noch sogar ein bisschen Zeit übrig, um nochmal Fragen zu beantworten. Ja, vielen Dank, Tom, für den Einblick in die KI. Wir zoomen jetzt von diesem super Detail-Level nochmal ein bisschen raus auf die Metaebene. Und ich schaue nochmal so ein bisschen auf das Thema selbstlernende Organisation. Das ist ja eine Organisation, die mit Veränderungen umgehen kann. So. Und das KI-Beispiel, finde ich, hat es sehr schön gezeigt, wie diese äußeren Veränderungen bei uns intern wirklich zu richtig viel Aktivität, Engagement und Formaten und sogar schon wieder zum Aussieben und Eindampfen und Weiterentwickeln der Formate auch geführt hat. Und zusammengefasst würde ich das gerne so abschließen, wenn die Folie auch möchte, genau. Wie geht es so von diesem Impuls zum Lernen? Es gibt, glaube ich, verschiedene Faktoren, die da wesentlich sind bei uns im Unternehmen. Das eine ist das Projekt Business. Das bringt ganz alleine ganz viel Lernen mit und dieser Ansatz mit dem 70-20-10, den ihr sicherlich kennt, der läuft bei uns natürlich sehr stark mit. Also 70% des Lernens findet bei uns in und über die Arbeit statt. Wir haben ganz stark diesen Eigenantrieb, die Selbstverantwortung, die wir auch als Wert- und Kulturmerkmal sehr hochhalten und unterstützen. Darin liegt auch viel Freiheit für die Mitarbeitenden. Auf der anderen Seite, und das soll sich dann natürlich auch die Waage halten, sind die Erwartungen der Geschäftsführung. Und das beides, glaube ich, hat sich schon zeigen können jetzt auch, dass das schon in einer guten Balance ist und dass beides wichtig ist, um von diesem Impuls dann auch zu einem Lernen zu kommen, was der Organisation nützt und gleichzeitig natürlich auch den Mitarbeitern. Die Rahmenbedingungen, über die haben wir auch gesprochen und letzten Endes diese Kultur des Mitgestaltens, des aktiv Mitmachens, des Anpackens, des Teamgedankens auch, dieser Kunden, wenn wir sagen Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Gewinn, dass das in dieser Reihenfolge stattfindet. Diese ganzen Kulturmerkmale tragen alle dazu bei, Lernen für uns, für die Arbeit, für die Mitarbeiterzufriedenheit
Und dass da am Schluss ein Gewinn drunter steht, ist klar. Aber es trägt ganz viel einfach auch zu Lernlust bei, zu dem, dass wir Spaß haben an der Arbeit, dass wir gut sein wollen, dass wir Experten sein wollen, Spezialisten in unserem Gebiet. Und ich glaube, das unterstützen wir einfach durch diese Arbeit und dieses Lernfeld, wie wir es anbieten und gestalten, miteinander gestalten, wirklich sehr gut. Und die Angebote zur Kompetenzentwicklung, da habt ihr schon so einen Geschmack bekommen und das ist wirklich ein Teil nur von dem, was wir alles haben. Aber es waren vor allem die, wo wir viel in Austausch gehen. Ja, also wir versuchen so die Impulse umzusetzen und damit uns als lernende Organisation auch zu begreifen und zu gestalten. Und diese ganzen Rädchen, die ich da vorhin auch gesagt habe, die greifen ja ineinander. Eins kann nicht ohne das andere stehen. Und ja, damit möchte ich auch schließen und hoffe, dass es für euch ein interessanter Impuls war für diese Woche zum Diskutieren. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht und freue mich schon wirklich auf die Diskussion im Blog, in den ganzen Foren, die da dazu bereitgestellt wurden. Und jetzt wäre noch Zeit für Fragen direkt, wenn ihr möchtet. So, herzlichen Dank, Cornelia, für diesen tollen Überblick. Das waren ja ganz, ganz viele Spielfelder und Projekte und Aktivitäten, die du beschrieben hast. Vielleicht fange ich mal an mit so zwei Fragen, die mir auf den Nägeln brennen. Das eine ist, wo sind denn so aus eurer Sicht, und jetzt denke ich auch mal so an die nächsten 3-4 Tage, die wir noch zusammen haben, so Dinge, wo ihr sagt, okay, da hätten wir gerne noch mal Input aus der Community, da sind vielleicht noch Fragen offen oder Formate vielleicht angedacht, aber wir wüssten gerne, wie andere es machen. Also gibt es denn da so ein paar Dinge auf eurer Agenda, wo ihr sagt, okay, da hilft uns auch, da könnte uns diese Runde hier helfen. Und der zweite Punkt, aber da möchte ich da eigentlich nur zurufen, bitte nutzt doch die letzten 2-3 Minuten noch, die wir heute haben, um einfach einen kleinen Ausblick zu geben auf die nächsten 3 Termine haben wir noch, was ihr da geplant habt, dass wir das nicht jetzt mit Blick auf die Zeit völlig vergessen. Ja, genau. Da fange ich mit dem zweiten mal kurz an. Das hatten wir schon kurz vorgestellt. Wir haben morgen die Session mit dem Patrick zum Thema Night of the Prompts, wo er das nochmal genauer vorstellt, das Konzept. Und am Mittwoch wird meine Kollegin, die Julie Bamendlo, nochmal diese Projektformate vorstellen. Und am Freitag haben wir dann die Abschlusssession. Und diese Session zu den Teamformaten und zu den Projektformaten bringt mich nämlich auch zu deiner ersten Frage. Wo ist unser Lernbedarf oder was würden wir gerne noch von euch auch mitbekommen oder vielleicht habt ihr Ideen dazu. Dieses, was wir in den Projekten lernen, das wieder ins Team zu tragen, da haben wir schon mehrere Angebote, zum Beispiel über den MEX und auch in den Teamformaten, wo wir ja am Ende schauen, was haben wir gelernt, wo immer auch die Frage sich anschließt und was wollen wir davon mit dem Team teilen. Wir stellen allerdings fest, dass dieses Zurücktragen, also dieses, was haben wir im Projekt gelernt, zurücktragen ins Gesamtteam, also in die Gesamtfirma, dass das noch nicht ganz so genutzt wird, wie wir uns das wünschen würden. Also was könnte noch helfen, damit das noch das Wissen, was in den Projekten wirklich in der Arbeit generiert wird, mehr wieder zur Verfügung steht in der ganzen Firma? Das ist nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht, ob es eine Formatfrage ist oder eine Kulturfrage oder, also bin ich ganz gespannt, was ihr da vielleicht für Ideen habt. Also das wäre total toll. Und das Zweite, was uns noch umtreibt, ist, wir haben zum Beispiel ein Modell beschrieben, wie wir Kommunikation sehen. Und das ist einer der Geschäftsführer sich überlegt hat, wie würde er das greifen, wie würde er das beschreiben, wo ganz, ganz viel Expertise drinsteckt, wo er sagt, wenn das unsere Mitarbeitenden verstanden und durchdrungen haben, dann haben wir uns noch mal eine Stufe höher qualifiziert. Das heißt, es wäre ganz toll, wenn die das irgendwie verankern könnten. Und auch da ist die Frage, wie kann man das so verteilen oder verankern oder an den Mann und die Frau bringen sozusagen, dass das wirklich internalisiert wird. Also da wären wir auch noch froh um Ideen und Gedanken von euch. Ja, vielleicht können wir das ja entweder an einem der Termine morgen, übermorgen nochmal dranhängen oder vielleicht nochmal kurz ausformulieren, damit es irgendwie nicht untergeht und so über die Woche auch präsent bleibt. Und mir fällt oder mir fiel gerade, als ich die Folien von Thomas gesehen habe, noch so eine dritte Idee ein. Ich denke, gerade mit dieser Frage, wie man mit KI umgeht, sind kleine, große Unternehmen, Startups alle irgendwie dran und haben in den letzten 12 Monaten viel gemacht und haben sich wahrscheinlich auch noch viel ausgedacht oder überlegt für die nächsten Monate. Vielleicht schaffen wir es im Anschluss an die Sitzung morgen,
mal in der Runde und über die Runde auch hinaus mal so Formate zusammenzutragen. Weil das sind, glaube ich, viele kleine unternehmensspezifische Formate. Bei euch heißen sie Night of the Proms. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr vieles links und rechts. Und das mal zu sammeln und daraus vielleicht eine kleine Übersicht zu erstellen, vielleicht können wir das auch noch ein bisschen differenzieren nach Zielgruppen oder nach Größe der Zielgruppe oder Umfang oder Dauer. Also das fände ich eine ganz spannende Geschichte, weil ich denke, wir haben noch ganz, ganz viele Beispiele wahrscheinlich hier in der Community. Ne? Wie geht man mit diesem Thema KI um? Und das mal zusammenzutragen. Ne? Aber das nur so als spontane Idee, als ich auch von Thomas die Übersicht da gesehen hatte, ne? Die dann schloss mit den Night of the Proms, von dem wir ja morgen noch ein bisschen mehr erfahren. Ich habe da noch eine schwammige Ergänzung. Also was ich so mitbekomme von den, wie du erwähnst, vielen KMUs ist, der Regelfall ist, dass 1, 2, 3 Leute in einem Unternehmen sich damit beschäftigen und versuchen, das weiterzutragen, oft ohne Formate. Und das ist eine große Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen. Wie breit wollen wir es streuen? Der Luxus, den wir uns jetzt bei Spiritlink gegönnt haben, da so ein Feuerwerk abzufeuern, das kann sein, dass da auch auf uns noch ein Reality-Check irgendwann wartet. Was ist, wenn sich der Alltag einstellt? Was ist, wenn der erste Hype vorbei ist? Wie lange werden diese Formate überleben und welche davon? Also das sind Sachen, die sehe ich auf uns zukommen und ich sehe schon, dass wir diese Formate, die wir jetzt haben, eigentlich jedes Jahr, wenn spätestens jedes Jahr, hinterfragen müssen. Ja, jetzt gucke ich mal und ich sehe, dass der andere Thomas sich nochmal gemeldet hat. Ja, ich schon wieder. Ich hab eine Frage, wahrscheinlich eher in Richtung Cornelia oder an euch beide. Ja, ihr habt ja, zumindest wirkt das jetzt so in sehr hohem Reifegrad schon euch erarbeitet, auch als Team, was diese Wandlungsfähigkeit angeht, ne, und dieses Achtsamsein. Also habt ihr Tools oder habt ihr Formate bei euch im Haus, um bei Menschen, die möglicherweise im Team noch etwas mehr sich beteiligen möchten, um sich überhaupt einbringen zu können? Also gibt es so transformative Kompetenzentwicklung bei euch im Haus oder ist das automatisch bei euch allen vorhanden? Was meinst du jetzt genau? Also wenn neue Mitarbeitende kommen, wie die sich integrieren können? Oder? Ja, also ihr habt ja gesagt, ihr habt einen sehr hohen Grad an Selbstorganisation. Mhm. Ne? Mhm. Gibt es Wege, wie ihr die besonders fördert als Unternehmen? Oder sagt ihr, die Leute, die bei uns sind, die sind alle sowieso schon so? Sowohl als auch. Also ich glaube, wir haben einfach coole und gute Leute bei uns. So. Und das Zweite ist, dass wir einmal so diese Mentorenschaft zum Beispiel haben, ne, dass man einen Begleiter an seine Seite bekommt, wo es gut passt. Was fällt mir noch ein? Im Prinzip ist es so, dass durch die Projektteams eigentlich viel aufgefangen wird, weil man da einfach so eng beieinander ist und so eng miteinander arbeitet, dass man automatisch auch mitgenommen wird. Und über die Teamformate, zum Beispiel diese Projektformate, die ich gesagt habe, die während des Projekts laufen, gibt es immer wieder formale Aufschlagpunkte, wo man auch wieder etwas an die Hand bekommt, wo man sagt, okay, da habe ich einen Platz oder so. Ne? Also wenn man es jetzt mal so reduzieren will. Klar, es gibt immer jemand, der sich leichter tut, Dinge zu teilen oder so und jemand, der sich eher zurückhält. Es gibt welche, die bei Max immer eine Session halten und welche, die noch nie eine gehalten haben. Aber man tut die natürlich auch ja, ermuntern, auch über die Führungskräfte mal langsam heranführen. Also es gibt da einfach verschiedenste Säulen, sage ich mal, die dazu beitragen, jemanden mitzunehmen, der da vielleicht sich nicht so traut. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. So. Auf jeden Fall. Es bestätigt auf jeden Fall meinen Eindruck, wie weit ihr seid in der Kulturentwicklung. Okay, gut. Danke. Danke. So, lieben Dank, Thomas. Der Wiebke hat sich nochmal gemeldet. Ja, ich habe eine Frage. Vorhin wurde ganz kurz erwähnt, dass ihr Lerncoaches habt oder dass ihr die einsetzt. Sind das interne Kollegen, die irgendwie eine spezielle Ausbildung haben? Kann man die sozusagen wie im Coaching buchen? Wie geht ihr damit um? Ja, das ist... Das hört sich jetzt vielleicht größer an, als es ist. Es hat halt irgendeinen Titel dann am Schluss. Ne? Im Prinzip bin das ich, die einfach angesprochen werden kann, wenn man sagt, ich möchte mich in einer gewissen Richtung entwickeln und ich möchte da die Unterstützung dazu. Also jemand, ich habe halt vielleicht ein bisschen Überblick über Möglichkeiten. Ich bin schon so lange in der Firma, dass ich die ganzen Formate kenne, dass ich auch durch meinen Hintergrund als Trainerin didaktisch begleiten kann, dass ich irgendwie sagen kann, okay, ich habe mich zum Beispiel bei Quality Minds auch
über diesen Lernpfad informiert und in der Art und Weise unterstütze ich dann einfach die Menschen, wenn sie zu mir kommen. Und gleichzeitig wird schon ganz viel im Vorfeld über die Führungsbeziehung einfach geklärt und gemacht. Also das ist eher in dem Rahmen zu sehen, ne? Okay, danke schön. Jetzt gucke ich mal in die Runde. Ich sehe aktuell keine Hand, die hochgeht. Vielleicht können wir ja mal kurz zum nächsten Termin schauen. Wir würden uns, wenn der Himmel nicht einstürzt, morgen um 13 Uhr wieder treffen. Genau. Das stimmt, ne? Und da wollen wir so ein bisschen eintauchen in die Night of the Prompts. Ich glaube, ist das zentrale richtig, Thema. Richtig, genau. Genau, und eben gab es auch mal in der Runde Zuspruch, was die Idee, vielleicht Lernformate mal zu sammeln in diese Richtung angeht. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit mal über den Termin hinaus, weil ich glaube, da habt ihr jetzt oder haben wir eine halbe Stunde angesetzt, also klein, schlank für die Mittagspause, dass wir da vielleicht mit so einer Frage auch rausgehen dann aus dem Termin selbst. Ja, weil wir werden sicher in der halben Stunde nicht alle Fragen beantworten und diskutieren können, aber vielleicht so im Hinterkopf haben, dass wir da irgendetwas dann in die Runde werfen am Ende. Mhm. Vielleicht auch die Kommentarspalte mal ausnutzen, um da so ein bisschen zusammenzutragen, was in der Community sonst noch bei dem Thema eingesetzt wird. Jetzt gibt es noch eine Hand von der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Hallo nochmal. Hallo, genau. Einfach. Ich dachte, einfach ich wollte jetzt nicht irgendwie zeitlich heranknüpfen, aber ich frage trotzdem. Ich fand total spannend eure Präsentation. Vielen Dank dafür. Ich habe Frage zum Kompetenzlandkarte. Wie erstellt ihr die? Also anhand schon bestehenden Rollen, also Stellenbeschreibungen. Also sozusagen, wenn ich als Trainer bei euch arbeite, dann benötige ich diese Kompetenzen. Oder wie kann ich, also wie entstand diese Landkarte? Also worauf basiert sie? Ah, jetzt muss ich kurz zurückdenken. Also da stehen natürlich ein bisschen Rollen dahinter, klar, ne? So wie Designer oder Techniker oder so oder Konzeptioner. Und gleichzeitig kommt es aber auch aus den Tätigkeiten heraus. Also was brauchen wir in jedem Projekt? Ich denke, das ist einfach viel drüber nachgedacht und dann erstellt. Es ist jetzt kein Raster, wo man sagt, wenn jemand kommt, dann muss er irgendwo reinpassen. Also wenn jemand angestellt wird, dann muss er da reinpassen oder muss irgendwas mitbringen, sondern das bildet eher unser Projektgeschäft ab, sage ich mal. Also da kann man zum Beispiel auch einen Verlauf von einem Projekt wiederfinden, ne? Vom Anfang Konzeption, Entwicklung, Beratung noch zuvorderst bis am Schluss zur Umsetzung. Also das kann man zum Beispiel, den Faden kann man so ein bisschen drüber legen zum Beispiel. Danke. Gerne. So, gut. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon so fast am Ende angekommen. Schauen wir mal abschließend in die Runde. Aber schon mal ein großes, herzliches Dankeschön an Cornelia. Thomas ist hoffentlich auch noch da. Ja, ja. Oh ja, okay, danke. Ich habe gerade so eine eingeschränkte... Wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal ruhig sein. Absolut, absolut. Also danke an euch beide für diesen schönen Aufschlag. Und wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Runden. Wir haben ja noch drei Termine zusammen. In wechselnder Besetzung. Ich glaube, Cornelia, du bist dann der rote Faden so ein bisschen. Ich bin immer dabei. Ja. Genau, ich versuche auch immer dabei zu sein. Wenn es jetzt im Anschluss noch Fragen gibt, also ich denke, da gilt jetzt das, was für die nächsten Kurswochen auch gilt. Nutzt gerne die Kommentarfunktion auf der Kursseite. Das wäre so das Naheliegendste. Gerne auch die diversen Plattformen, auf denen wir präsent sind. Wenn ihr ganz woanders eine Frage oder eine Idee oder einen Hinweis loswerden wollt, dann lasst einen Link bei uns irgendwie ankommen, damit wir auch wissen, wenn ihr auf eurem Blog oder auf einer ganz anderen Plattform was geschrieben habt. Ansonsten herzlichen Dank nochmal in die Runde an alle Teilnehmenden. Es werden jetzt auch langsam weniger. Ich denke, die meisten gehen jetzt noch los zum Mittagessen oder Kaffeeessen oder wieder zur Arbeit. Ansonsten alle anderen mal bis morgen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Danke an euch und bis dann. Danke dir. Bis dann. Bis morgen. Ciao.